aussieht, werden die Bayern vorlegen mit dem Nationalspieler Dennis Offley im Duell mit Noah Ahlers. Beide Mannschaften ja mit 9-Meter-Schießen-Erfahrung. So, auf geht's. Ganz locker verwandelt, 1:0 für Bayern München. Es kommt einer der auffälligsten Spieler beim HSV. Defensiv wie offensiv, brutal stark. Abdul Karim Koulibaly, erster Schütze für den Hamburger Sportverein. Gehalten, es bleibt beim 1:0 für die Bayern. Starke Parade von Bayerns zweitem Keeper. So, wir sehen jetzt für Bayern Youssef Nasavre. Stellt auf 2:0 für Bayern. Lukas Dancic übrigens im Tor für die Bayern. So, Hamburgs Nummer 10. Arnaud Astelriedl tritt an. Und verschießt ebenfalls. 2:0 Bayern nach jeweils zwei Schützen. So. Der Anlauf von Can Paylan. Langer Anlauf. Kann ich zu sehen im Bild. Verkürzt. Und trifft. Unter links. 3:0. Hamburg muss jetzt treffen. Ansonsten ist Bayern Dritter. Marcel Niklas Thiem legt sich den Ball auf den Punkt. Stancic im Tor lächelt. So, Thiem tritt an. Trifft. 3:1 Bayern. Heißt aber auch, trifft jetzt. Tim Binder gewinnt Bayern das Spiel und Platz 3. 3:1 Führung bei noch zwei verbliebenen Schützen pro Mannschaft. Binder trifft. Bayern ist Dritter. Bayern sichert sich Platz 3. 4:1 gegen den Hamburger Sportverein. Ich glaube, dass beide es verschmerzen werden können. Beide haben ein grandioses Turnier gespielt. Bayern noch mit dem guten Gefühl für die Zugfahrt. Wir wünschen beiden Mannschaften eine tolle Heimreise. Eine sichere Heimreise, vor allen Dingen bei dem Bitterwetter. Und melden uns dann gleich mit dem ganzen Opening, mit allem, was zum Finale dazugehört, zwischen Hertha und Mainz. Dann wieder zurück. Freuen uns da sehr drauf auf diesen Moment. Und sind gleich wieder da. Bleibt dran, ihr könnt gleich das Entertainment-Programm hier natürlich an dem Bildschirm verfolgen. Wir sind gleich wieder da.